Eine neue, sehr interessante Veranstaltungsreihe startete die ÖVP Christkirchen mit den sogenannten Parzer Gesprächen. Kulturelle, sportliche, wirtschaftliche und politische Themen sollen die Parzer Gespräche in Zukunft beinhalten. Je nach Themenbereich wird immer ein prominenter Referent geladen und steht auch gerne zu einer anschließenden Diskussionsrunde zur Verfügung. Wir haben uns gedacht, es gibt doch eine Reihe von Problemen, von interessanten Themen quer durch den Gemüsegarten, die wir in der Form der sogenannten Parzergespräche, die wir 3-4 Mal im Jahr veranstalten werden, abhandeln wollen. Wir haben heute einmal die Exekutivbeamten eingeladen und die Bürgermeister. Und wir werden uns je nach Themenkreis auch immer Zielgruppen aussuchen, die wir einladen und wo wir hoffen, dass das wirklich eine qualitative Veranstaltungsserie wird, die über den Rahmen von üblichen Versammlungen weit hinausgeht. Zum ersten Abend der Parzer Gespräche referierte kein Geringerer als Dr. Ernst Strasser, Bundesminister für Inneres, zum Thema Sicherheit. Das ist alles andere als selbstverständlich, dass wir in einem sicheren Land leben und dass wir auf der einen Seite das Geld und das Personal zur Verfügung stellen müssen, damit das erhalten bleibt. Wir haben da einiges erreicht mit der Übernahme der Zollwache in die Gendarmerie, aber wir müssen da hart dranbleiben, damit unsere Gendarmerieposten das nötige Personal haben. Wie wichtig ist es, vorbeugende Maßnahmen zu treffen? Ja, das ist ganz entscheidend. Die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, wenn ihnen etwas auffällt, wenn irgendwo etwas nicht normal ist, dann sind wir dankbar für jeden Hinweis. Zum Zweiten, wir müssen sehr klar sehen, dass mit der neuen Europäischen Union, mit unseren Nachbarn, die dazukommen, ein zweiter Sicherheitsgurt, die Schengen-Grenze, unsere Grenzgendarmen bleiben an der Grenze. Aber die neuen Nachbarn müssen eine gute EU-Grenze aufbauen und das bedeutet einen zweiten Sicherheitsgurt für die Bevölkerung Oberösterreichs. Das wird uns in der Sicherheit weiterhelfen. Im Kampf gegen den Terrorismus ist es äußerst wichtig, auf ein gut funktionierendes Sicherheitssystem zurückgreifen zu können. Unsere Anliegen sind natürlich unter anderem auch der Personalstand. Wie Sie vielleicht wissen, ist in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten auch eine Pensionierungswelle über die Exekutive gerollt, so wie in anderen öffentlichen Bereichen. Und hier gilt es einfach noch, ein wenig aufzuholen, um die Lücken wieder zu füllen. Aber das wird sich in nächster Zeit wahrscheinlich bessern, sind auch die Aussagen unseres Herrn Bundesministers. Das Thema Sicherheit aufgreifen ist immer gut. Das brennt der Bevölkerung unter den Fingernägeln. Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb und haben für die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit der Bewohner im Bezirk Christkirchen zu sorgen. Was könnte man momentan besser machen? Motiviert, positiv denken, an die Arbeit gehen, den guten Kontakt zur Bevölkerung suchen, wie heute angesprochen, die Bevölkerung sensibilisieren, dass sie uns jede verdächtige Wahrnehmung meldet. In diesem Sinne, glaube ich, sind wir gut beraten und werden wir positiv arbeiten. In einem zusammenwachsenden Europa ist vor allem für die Jugend Sicherheit von großer Bedeutung, da sie auch für Wirtschaftswachstum und Lebensqualität steht. Also es war sehr erfreulich, heute zu hören, dass wir im Prinzip eine sehr sichere Region sind. Sicherheit ist eine der wichtigsten Teile von Lebensqualität. Wir können uns da glücklich schätzen, dass wir sicher sind. Und es ist natürlich sehr viel gesprochen worden, wie es so bleiben kann. Und da gibt es natürlich genug zu tun und unsere Exekutive ist da sehr vorbildlich und großartig am Werk. Also man kann sich, glaube ich, wirklich sicher fühlen. Mit diesen Diskussionsabenden möchte die ÖVP Christkirchen Informationen liefern und vor allem die Möglichkeit für persönliche Gespräche bieten. Ja, höchst interessant und ich finde es auch sehr, sehr, sehr notwendig, dass man aus direkten informiert wird und aus ersten Munde weiß, in welche Richtung das geht. Und wir haben gehört, es geht in die richtige Richtung. Und gerade wir in der Gemeinde Kalham wissen, dass wir auch als B137 Gemeinde, als Anliegegemeinde, ja, hier bestens bedient sind und auf der sicheren Seite sind. Es ist diese Möglichkeit, mit Spitzenpolitikern auf sachlicher Ebene auch persönlich zusammenzukommen und die Meinungen
dieser Herrschaften oder dieser Herrschaften, die für uns maßgeblich sind, letztendlich auch kennenzulernen. Im Anschluss an diesen aufschlussreichen Abend wurde bei Weißwurst und Bier noch angeregt über Sicherheit gesprochen.